Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute wollen wir uns mal Magellans Fähigkeiten anschauen und was er so drauf hat. Magellan ist der ehemalige Warden von Impeldown. Er besitzt die Gift-Gift-Frucht, eine Paramesia, mit der sein Körper ständig Gift produziert, welches er in alles vernichtenden Fähigkeiten anwenden kann. Eine seiner Fähigkeiten ist der Chloroball oder auch Gasgranate. Hierbei produziert er giftigen Schleim in seinem Mund. Diesen bläst er danach wie einen Kaugummi auf, sodass sich der giftige Schleim mit Giftgas füllt. Diese spuckt er dann auf seine Gegner. Bei Kontakt explodiert der Ball in einer großen Explosion und setzt ein Gas frei, welches die Gegner heulen und niesen lässt. Diese Fähigkeit ist nicht dazu da, um einen Gegner zu vernichten, aber um seine Konzentrationsfähigkeit anzugreifen, so dass der Gegner nicht zurückschlagen kann. Als zweites hätten wir dann auch Magellans Hydra. Bei dieser Fähigkeit formt er mit seinem giftigen Schleim einen riesigen Drachen mit drei Köpfen. Dieser attackiert dann seine Gegner. Bei der Berührung wird der Gegner vergiftet und stirbt nach einer Weile qualvoll. Hieran sieht man seine Kontrolle über seine Teufelskraft. Dass er damit so komplexe Formen schaffen kann, ist nicht selbstverständlich. Diese Attacke ist so komplex, wie sie tödlich ist und reicht für die meisten Gegner aus. Mit der Hydra zusammen kann er seine Venom Road benutzen. Dabei schlüpft er in den Schwanz der Schlange, fährt wie in einer Röhre durch seinen Schleim und kommt am Mund der Hydra wieder raus. So kann er sich sehr schnell fortbewegen. Dies ist eine seltsame Fähigkeit, denn ich habe keinen Plan, wie diese Fortbewegungsart mit Gift funktionieren soll. Dann kann Magellan noch seine Gift-Kugelfisch-Attacke einsetzen. Bei dieser bläht er sich selbst mit Giftgas auf. Dann spuckt er eine Giftkugel auf seine Gegner. Mit dieser Fähigkeit kann er auch ähnlich wie Ruffy mit seinem Gum-Gum-Ballon gegnerische Attacken abwehren. Auch kann Magellan eine Giftwolke einsetzen. Bei dieser Attacke haucht er Gift aus seinem Atem aus, der sich langsam verbreitet und von seinen Gegnern eingeatmet wird. Wenn die Gegner diesen einatmen, leiden sie unter stark getrübten Sinnen und kann bis zur Ohnmacht führen. Zu guter Letzt hätten wir noch Magellans stärkste Fähigkeit, den Venom Demon oder auch Richter der Hölle. Dies ist seine stärkste Fähigkeit. Seine Augen leuchten rot auf und er umgibt sich mit seinem giftigen Schleim, welches sich rot färbt und formt die Figur eines Todesgottes. Dieses Gift ist stärker als alles Gift in seinen anderen Attacken, möglicherweise deshalb die rötliche Färbung. Er kann den Todesgott steuern und so seinen Gegner angreifen. Magellan selbst sagt, diese Fähigkeit ist so stark, dass sie ganz Impeldown zerstören könnte. Das Gift ist so stark, dass jeder sofort stirbt und es verbreitet sich von Person zu Person, wenn sie sich berühren. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Fähigkeit um sein Awakening, deshalb die rot leuchtenden Augen. Aber dies ist nur reine Spekulation. Mit diesem Arsenal an Fähigkeiten ist klar, wieso er Warden im Foltergefängnis Impeldown war. Und er ist ein starker Feind. Ich würde ihn mit diesen Fähigkeiten sogar in eine Stärkekategorie mit den Admirälen stecken. Selbst Shiryu hatte Magellans Stärke respektiert und sogar gefürchtet. Und Magellan hatte es im Grunde geschafft, die gesamte Blackbeard-Bande mit einer Fähigkeit zu one-shotten. Wäre nicht zufällig Shiryu mit dem Gegengift gekommen. Und hier auch schon die Schwäche von Magellans Fähigkeit. Und zwar, dass man dieser Fähigkeit beiwohnen kann, wenn man das Gegengift hat. Ich glaube, mit Magellan haben wir gesehen, dass auch Paramesia Logia ähnliche Zustände haben können. Möglicherweise hat auch er eine spezielle Paramesia, ähnlich wie Katakuri. Was haltet ihr denn von Magellans Fähigkeiten? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch diese kleine Analyse gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!